analog. Nach rechts, ne? Ja, solange. Solange bis es klickt. Das kennen die Kinder, die das gucken, gar nicht. Hallo, ich bin Melissa und ich bin für euch heute on the beat. Nicht im langweiligen Friedrichstadtpalast, sondern bei der Lohmeraupe in Berlin. Und was sie da genau machen, das gucken wir uns jetzt an. Das ist ja total schick. Das kannst du doch als Kettenanhänger tragen. Big Pimpin. Ihr habt das vielleicht schon als Beispielvideo auf der Internetseite gesehen, was wir heute machen. Wir machen diese Aktion heute weltweit in allen Gallery Stores, die wir haben. Also das macht London, Paris macht das. Sie machen das in Chicago, in New York. Ich habe mehrere dieser Kameras. Und wir geben immer eine Kamera reihum in unserer kleinen Raupe von hinten einmal nach vorne. Ich glaube, ich habe geblinzelt. Können wir es mal gucken und löschen? Das geht leider bei den Kameras nicht. Da musst du nehmen, was du kriegst. Was analoge Fotografie halt, finde ich, immer noch so ein bisschen besonders macht, ist, dass du nie weißt, was eigentlich wirklich passiert. Ja, ne? Man kann nicht gleich gucken und sagen, nee. Ah, da sehe ich scheiße aus, löschen. Genau, genau. Also die Leute geben sich dann auch manchmal ein bisschen mehr Mühe, dass sie mal freundlicher gucken von vornherein oder vielleicht nicht so eine komische Fratze ziehen, wie sie das normalerweise machen. Eine Fratze ist immer super. Komm, wir machen eine Fratze. Boah, Berlin kann so schön sein, wenn die Sonne scheint. Ich stelle die Kamera wieder ein und ihr haltet dann einfach auf eure Füße und gebt sie dann der Reihe weiter. Minus 4 Grad. Ich finde den Auslöser immer nicht. Ich drücke aufs Falsche. Erzähl doch mal, digital oder analog? Beides. Was war das Beste, was du je fotografiert hast? Dein Winner-Foto? Nackte Frauen oder so? Nee, von den letzten 10 ist das Schönste, ich am Fernsehturm. Das ist auch ein bisschen wie Klassenfahrt. Ja. Eigentlich müssen wir uns alle so in Zweierreihen aufstellen und an den Händen fassen. Ich würde sagen, wir stellen uns jetzt in einer Reihe auf, fotografieren wie vorhin die Person, die quasi vor uns steht. Dann müssten wir immer das Brandenburger Tor eigentlich im Hintergrund haben. Na, Melissa, wie oft bist du am Brandenburger Tor? So gut wie nie. Vielleicht zweimal im Jahr. Als echte Berlinerin ist man, glaube ich, selten hier. Was soll man hier auch machen, außer Touris hauen? Was ist denn deine schönste Fotofratze? Deine schönste Fotofratze? Was macht denn für dich die analoge Fotografie so cool? Überraschungseffekt. Man weiß halt nie, was da rauskommt. Also nochmal zur Erklärung für die Jüngeren unter euch, die es vielleicht noch nicht verstanden haben. Das ist wie Instagram, aber in echt. Und man kann nicht sehen, was man gemacht hat, sondern man muss dann warten, man muss das abgeben. Und Leute entwickeln das dann in so einem Labor mit geheimen Flüssigkeiten. Und dann kriegt man das per Post zugeschickt oder man muss es abholen. Und dann sieht man erst, was man da verzapft hat. Oh man, you got me, huh? No, I'm shamed. Why? I'm a digital man in an analog world. You're not too lazy? To shoot analog? Yeah. I don't think so. I mean, I'm not an expert, but I'm trying to mess around with a dark room and whatnot. Being there. But I'm still a novice. Da, du musst dich aber umdrehen. Ja, wo? Hier oben, auf dem Silbernen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war unser On the Beat bei der Lohmeraupe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren. Und schreibt mir doch einfach in die Comments, was war euer bestes Foto, was ihr jemals geschossen habt. Das würde mich sehr interessieren. Wir sehen uns nächstes Mal. Lebensgroße Selbstporträts in 60x2 Meter, also in Lebensgröße über 2 Meter zu machen, ist eigentlich mit der normalen Fotografie gar nicht denkbar, gar nicht möglich. Und das als Sofortbild.